Achim Pelke aus Amberg möchte wissen, was versteht man unter Zwergentod? So. Ich möchte mich da raushalten, mein Privatleben hat nichts mit diesem. Es ist ein Haarwuchsmittel natürlich. Ja, aber das wird doch irgendein kleiner, ein lustiges Getränk sein, oder? Ist das nicht so ein Spaß? Komm, hier im Zwergentod noch drei Stück oder so. Nee. Auch nicht. Vielleicht sind wir bei Gletschern, Bergen, Bergformationen. Richtig. Wie richtig? Richtig. Wie richtig, richtig? Richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig? Richtig, richtig, richtig. So, weil ich bin nämlich bei Riesen und Gletschern und Zwergentod sind kleine Gletscher, die abbrechen oder irgendwie sowas. Falsch, 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 falsch. Aber immerhin, Berge war richtig. Berge war richtig. Danke, jetzt seid ihr dran. Die heißen denn... Ich bin schon mal fokussiert, dass Berge jetzt einfach mal richtig. Die Antarktis und der Nordpol, die benutzen ja gerne für ihre Eigenarten komische Begriffe wie abkalben. Also wenn ein Stück Eis voll ab und dann ein Eisberg wird. Und wenn diese Eisleute, die alle ins Wasser springen, das weiß ich. Genau, und machen Werbung für Langnese. Ja. Die gibt es nicht mehr, aber ist egal. Und wenn der schmilzt, wenn so ein kleiner Eisberg schmilzt, so ein kleiner Eisbär und sein letzter Tropfen gefrorenes Wasser übergeht in die salzige Flut, dann nennt man das einen Zwergentod. Ich weiß auch, wie es klingt. Ja, Platsch. Wie denn? Soll ich dir noch mal eine Vorlage geben? Hast du das zweite Mal auch noch eine? Ich mach das. Nein, nein, ich mach das. Gletscher fließen ja zum Teil ganz schnell. Gerade in Südamerika haben die oft 4 Meter im, machen die. In der, das spielt keine Rolle in welcher Zeit. Hauptsache 4 Meter. Auf jeden Fall sind Zwerge ja sehr klein. Ehrlich? Und wenn jetzt so ein Zwerg rennt, dann kann das sein, dass ihn der Gletscher überholt. Ich sag's euch. Weil, also als Hoffensinn, was mit Bergen sagt, dachte ich, hoppla, jetzt aber. Aber nee, ich werd's euch sagen. Den sogenannten Zwergentod stirbt man beim Klettersteigen. Klettersteigen hangelt man sich an Felsen hoch, und zwar an Eisenhaken, die in gewissen Abständen in Felswänden verankert sind. Jetzt kann es passieren, dass die Haltegriffe so weit auseinander liegen, dass ein kleiner Mensch den nächsten Griff nicht erreichen kann. Das heißt, er muss nicht. Also wieder runter und also in Bergsteigerkreisen sagt man... Das ist doch eine Sauerei! Er stirbt den Zwergentod. Ich habe auch ein Herz. So. Ein kleines, aber ich habe auch ein Herz. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Holger. Ich würde sagen, Sie machen diesen Sport nie. Weil es hat keinen Sinn. Joachim Pelker, 500 Euro für Sie. Also das ist schon traurig, nicht? Wenn so ein kleiner Mensch dann sich langhangelt. Und ist schon traurig, wenn Große immer drauf rumreiten. Der Walter kann jetzt auch einen Schluck Aquavit haben, Herr Walter. Es ist sehr traurig, dass ich die Sendung so beenden muss. Ja. Mit einem kleinen Heuker, der ziemlich arm auf einer dicken Frau sitzt. Wir tauschen. Besser als umgekehrt, Herr Walter. Aber Sie tauschen gerade. Es war sehr interessant heute, es war auch sehr lustig und das Schlussbild wird Ihnen gefallen. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.